So, jetzt habe ich gerade geladen. Und gehe das etwas taktischer an. Ja, komm, du Scheißviech, komm. Hüpf da nicht rum, komm hier hin. Pass auf! Tja! Tja! Los! Das schaffst du! Tja! Alter, was ein Teamplay von diesem Gnome. Gut so! Einen vorschicken und selber hinten stehen bleiben, feige Sonne. Genau wie sie neben mir läuft, macht auch nichts. Anfeuern kann sie mir auch nicht. Oh, eine Kiste. Was ist da drin? Essen. Toll, das bringt mir jetzt auch nicht viel. Da ist wieder was Esses zu essen drin. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee. Doch. Was? Was nicht? Was? 5 Lebensenergie immer noch. Total super. Egal. Es sind immerhin zusammen 15. Besser als nichts. Ich so und... Das ist auch ein Grund. Immer alles einsammeln. Dann... hat man nicht so wie ich... Lebensenergiemangel. Und ja, speichern. So. Nanu. Wo sind wir hier? Oh, da hier oben ist was. Das hätte ich ja beinahe übersehen. So geht es ja nun nicht. Ist das Trank? Nix ist nicht. Ach, ist ja nicht fair. Skelett. Ah ja, hier könnt ihr sehen, das ist Erz. Habe jetzt keine Spitzhacke, kann es nicht abbauen. Was es genau ist, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Ich glaube, Eisen wird nachher gebraucht, um sich verschiedene Sachen zu schmieden. Heilkraut, Heilkraut ist immer gut. Skelett? Boah, rostiges Schwert. Toll, ich habe eine bessere Waffe. Im Inventar. Wieder einmal speichern. So, jetzt latschen wir hier runter. Wie ihr sehen könnt, werden wir hier gleich auf den Weg kommen, den wir eigentlich hätten gehen sollen. Wir haben es einen Umweg gemacht. Hat erstens den Vorteil, dass man... Siehst du die Fackeln? Bla, bla, bla. Hat erstens den Vorteil, dass man mehr... Ups, bin ich richtig? Ja. Mehr Erfahrung kriegt. Und zweitens noch ein paar Sachen. Stirb. Hier siehst du, jetzt bin ich nämlich schon ein Level aufgestiegen. Aber trotzdem rennen wir nochmal hier runter. Für die Pflanzen, die hier rum liegen. Ja. Jetzt durchforstet ihr... Einmal, das werde ich jetzt auch tun, diesen Abschnitt hier runtergehen. Jetzt werde ich so lange das Let's Play anhalten, damit es nicht zu groß wird. Oh, hier ist ein Viech. Okay, das wäre auch erledigt. So, das hätte ich getan. Jetzt latscht ihr einfach den Weg hier weiter. So lange, bis ihr wieder bei der Höhle seid, was ich jetzt auch getan habe. Und hier ist ein Wolf. Der mal wieder... tot ist. Wie soll es auch anders sein? Ich will doch mal gerade was gucken. Ist wirklich auch schwer? Naja. Gut. Wenn es bei euch am Anfang nicht so gut klappt wie bei mir, macht euch nichts draus.
als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich auch andauernd verloren. Das kommt mit der Zeit. Viech. Pass auf! Das tötet am Anfang auch eigentlich alles und jeden, diese Dreierkombination, die man am Anfang hinkriegt durch passendes Tastendrücken. Jo. So, sind wir jetzt bei der kleinen Hüde angekommen. Sieh ja. Mal, ein verlassenes Haus. Was ist hier passiert? Wo sind die Bewohner? Wohl tot. Hier ist keine Menschenseele. Irgendetwas. Wir sollten der Sache auf den Grund. Vielleicht solltest du es. Jo, das tue ich. Aber erstmal durchforsten wir jetzt noch einmal so die Gegend rund ums Haus. Das macht ihr erstmal auch bitte gerade. Hier geht's hoch. Hier noch nicht reingehen. Da geht's nachher weiter. Hier hinten ist ein Viech, das ihr gerade noch platt machen müsst. Und dann hier alles einsammeln. In diesem Spiel gibt es Wasserfässer. Da kann man sich dran frisch machen. Das generiert Leben. Am Anfang ganz gut. Gegen Ende sinnlos, weil man dann zwar nochmal da draufklicken muss, bevor man das geschafft hat. Und durch diese schönen Animationen dauert das ewig. Genau deshalb bitte auch alles durchsuchen, weil hier hinten liegt noch, ist noch eine Truhe. Da ist ein Droidenschierling, glaube ich, drin. Was das jetzt war, gucke ich mal gerade nach. Ja, der gibt euch eine Geschicklichkeit in Verbindung mit Trank, glaube ich, 5. Also einfach mal aufbewahren. So, jetzt habe ich alles durchsucht. Oh, hier liegt noch Fleisch. Ich dachte mir, gut. Und kann wie von ihr angesprochen das Haus durchsuchen. Hier ist eine Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe geht nicht auf. Kein Schlüssel. Der Schlüssel dazu liegt hier. Hier. Hier liegt noch was. Und hier. Alles aufsammeln. Kann man verkaufen. Besen gibt auch ein bisschen. So. Da ist wieder was drin. Jetzt gehen wir raus zu ihr. Sie hat Hunger. Wie kann es anders sein? Im Haus ist auch niemand. Ich habe nur eine Verschlüsselung. Ohne den richtigen Schlüssel krieg. Ich konnte. Sehr gut. Groß. Ach, so ein gebratenes Stück. Jo, dann braten wir mal ein wenig Fleisch für die Dame. Brat. Das Schöne ist, man kann alles, was man hat, gleichzeitig braten. Lecker. Zumindest alles von einer Sorte. Riecht schon mal nicht schlecht. Sieht richtig lecker aus. So, jetzt will sie das Fleisch haben. Hier hast du dein Fleisch. Hier hast du dein gebratenes Fleisch. Ich danke dir. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Sehr gut. Jetzt geht es mir schon viel besser. Wir müssen weiter, ins Landesinnere. Ich bin für Abenteuer nicht geschaffen. Die Gegend ist zu gefährlich für mich. In diesem verlassenen Haus bin ich in Sicherheit. Ich denke, es ist besser, wenn ich hier bleibe. Ich komme wieder und hol dich hier raus. Pass auf dich auf. Du weißt nicht, was dich noch auf dieser Insel erwartet. Der Weg dort nach Norden scheint weit. So, ab jetzt beginnt das erste Kapitel, die verbotene Insel. Gut, sie will ja hier bleiben. Ihr trefft nachher noch auf Charaktere, seht ihr gleich, der ihr sagen müsst, dass ihr sie holen sollt, sonst ist sie nämlich im zweiten Kapitel tot. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Also, aber das werdet ihr gleich noch sehen. So, ah, Viech. So, auch wieder hier schön alles einsammeln, gibt alles Geld. Aber manchmal auch Erfahrung. Oh, Viech. One hit.
So. Wenn man hier rechts jetzt hochgeht, müsste ich, ja genau, hier ist Schild und Geld. Ich habe da was schreien gehört. Ich glaube, hinter mir ist was. Jo, da ist was. Aber vorher nehme ich noch gerade mein Schild. Und dann wird das sterben, das Viech. Vorher speichern. Jo. Ist das auch tot? Das Viech. Gut. Jetzt sucht ihr hier. Ah, Viech. Hier rundherum alles ab. Bis auf da geht er noch nicht hoch. Da geht's weiter. Und dann sehen wir mal weiter. Hier sind übrigens noch zwei Viecher. So, das war's dann auch. So, wenn ihr denn alles erkundet habt, geht ihr hier runter. Rein in diese Höhle. Aufgepasst. Da fällt man dann rein. Ja. Und wird gleich geschlagen. Mal wieder anal. Wie soll es auch anders sein in diesem Spiel? Und hier ist eine Truhe. Ist hier noch was? Nö. Hebel. Raus aus dieser Ruine. Alles einsammeln. So, sobald ihr hier draußen seid, geht ihr einfach hier hoch. Dürfte klar sein. Ich glaube, hier ist auch gleich noch ein Viech. Ja, genau hier links. Das erstmal speichern. Das zu töten wird nicht so einfach sein. Gut, ich werde es jetzt einfach mal probieren. Weil das... Ja.